junkfoodtaster.com und jetzt gibt es Silran Frühlingsquark. Leicht. Was wohl? 2,4% Fettbeutel. Besonders cremig gerührt. Mhm. Gut. Zwiebeln, Petersilie. Ja, viel Eiweiß. Das ist tatsächlich fast gesund, würde ich sagen. Guckt euch das an. Das ist eine richtige kleine Eiweißbombe, wenn man sich das überlegt. Zumindest verhältnismäßig Fett, Eiweiß. Ja, schön. Das ist eigentlich fast kein Junkfood-Kategorie. Habe ich extra eine Kategorie. Ja. Ich habe jetzt die Wahl. Kein Junkfood, Joghurt und Co. oder Käse. Ich sortiere es wohl bei Joghurt und Co. ein. Okay, was denkt ihr? Tut ihr überhaupt jemals auf meiner Homepage auf die Kategorien klicken? Das könnt ihr mal machen. Oder so. So, gut, komm her. Achso, Zuschauer hat neulich gefragt, warum ich Knäckebrot statt Schwarzbrot verwende. Also ich beantworte eure Kommentare mal in den Videos. Ich bin zu faul zum Schreiben. Und zwar nehme ich jetzt einfach das Brot, was immer da ist. Ne? Ich organisiere das hier nicht nochmal, dass das einheitlich ist. Oh ja, und ich schmiere mir den Quark jetzt hier drauf. Aber eigentlich könnte man den so löffeln. Was macht ihr? Ah, nee. Hier, Serviervorschlag, die machen so aufs Brot drauf. Auf eins, was fast genauso wie meins aussieht. Okay. Gut. Was macht ihr mit eurem Kräuterquark? Erzählt nicht, ihr macht hier euch Gesichtsmasken damit. Um endlich wieder straffe Haut zu bekommen. Okay, los geht's. Mhm. Eieiei, das ist jetzt sehr speziell. Und der erste Eindruck war ziemlich salzig. Der zweite war dann, der Abgang ist ja ziemlich krass. Wirklich ziemlich salzig. Und würzig. Also von, also vielleicht ist das vom Fett her leicht, aber vom Geschmack her kann von leicht keine Rede sein. Ich gebe Straw. Was ist der beste Kräuterquark der Welt? Okay, jetzt erzähle ich es noch in England. Ne? So, I just reviewed Milram Spring Curd. And it's like September and I'm reviewing spring curd. Yeah, I have a very important questions for you. And this is, what do you call this? Do you call this quark or do you call this curd or something else? Okay, and this is fat reduced. So if you look at the please close. If you look at the, yeah, it's hard to close because, as you can see here, it has this edge, and you have to in the right direction. Yeah, nutrition. So it's a lot of protein, which I appreciate, and not so much fat. So the ratio between these two is very good. It tastes very heavy. Not in terms of fat, but in terms of seasoning, in terms of spiciness. It's also salty, it's really salty. And a really deep... is it really, is it herb? Is it a herbal?
Ja. It's intense stuff. Okay. Look, I'm nearly using the same bread as they did on the label. Yes, there are onions. Probably the onions are very hardcore. So I give the draw. This is more a gourmet thingens. Yeah, and I was like in German before I started. I was like debating for myself whether which category is this. Is this no junk food? Is this Joghurt and Co. Or is this dum-de-dum-de-dum. What was the third one? The people on the street distracting me, sorry. Or is it cheese? And I categorize it as Joghurt und Co. And I think it is junk food because of the deep, salty, spicy taste. Okay, thanks for watching. And yeah, see you soon.